Das ist Nicole. Nicoles Reviews, nur auf Passion TV. Hallo zu Nicoles Reviews. Diesmal wieder aus dem Studio, nachdem die letzten beiden Folgen ja on Tour waren. Natürlich gucke ich mir meine Folgen auch an und bekomme Feedback von Leuten, die mich sehr gut kennen oder auch weniger gut kennen. Und wenn normalerweise die Meinungen hier auch mal ziemlich auseinandergehen, waren bei den letzten beiden Folgen die Meinungen ziemlich gleich. Ich rede zu viel, beziehungsweise seit wann rede ich so viel? Darüber habe ich mir dann mal im Allgemeinen Gedanken gemacht und mir ist aufgefallen, dass Menschen, je älter sie werden, desto mehr reden sie. Und sie reden nicht nur mehr, sondern auch mehr über sich, ihre Vergangenheit, ihre Krankheiten, ihre Gefühle. Oft findet auch gar kein Austausch statt, sondern es wird ein Monolog geführt und der Gesprächspartner erwartet eigentlich auch gar keine Antwort. Aber woran mag das liegen? Die Erklärung kann ja nicht tatsächlich sein, alte Menschen hören nicht mehr und deshalb reden sie lieber. Wenn man sich dann aber mal wirklich weiter mit der Thematik beschäftigt, ist mir aufgefallen, dass es viele Menschen gibt, unabhängig vom Alter, die nur darauf warten, dass man beim Reden eine Pause macht, um dann mit ihrer eigenen Geschichte zu beginnen. Eine wirkliche Interaktion findet gar nicht statt und man hat den Eindruck, Reden wird irgendwie mit Überlegenheit verwechselt. Das Zuhören, darüber sind sich die Theoretiker einig, gerät ins Abseits in einer Gesellschaft, die immer selbstbezogener, schneller, effizienter ist, in der alle unter Druck arbeiten, lesen, essen, sprechen. Zuhören ist etwas Langsames. Es signalisiert Interesse an der Welt, Interesse an anderen und widerspricht damit einer dominanten Kultur. Wer nicht hören will, will möglicherweise nicht gehorchen, sagt die Kulturwissenschaftlerin Ute Bechdolf. Oder Max Ackermann von der Uni Erlangen forscht seit 1990 über das Hören. Er fordert eine Renaissance des Zuhörens. Er bedauert, dass Zuhören keinen klar definierten gesamtgesellschaftlichen Wert hat und somit hat es auch kein gutes Image. Dazu ist es zu unauffällig. Wenn man zuhört, sagt man nicht, was Sache ist. Und niemand wird dafür befördert, dass er gut zuhören kann, sondern dafür, dass er Entscheidungen treffen kann. Das war jetzt nur ein kleiner Teil an Erklärungen, warum immer weniger zugehört wird. Und ich bin der Meinung, wir sollten tatsächlich mal in uns gehen und uns hinterfragen, ob wir für unsere Familie, unsere Freunde oder Kollegen ein guter Zuhörer sind und uns vielleicht einfach mal wieder verabreden, um zuzuhören. In diesem Sinne wünsche ich euch einen super schönen Samstag und bis morgen. Das ist Nicole. Nicoles Reviews, nur auf Passion TV.